Zu einem Brand mehrerer Pkw kam es am Donnerstagabend in einem Parkhaus in Leinfelden-Echterdingen. Gegen 18.30 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein, dass aus dem Parkhaus in der Maybachstraße dichter Rauch dringen würde. Beim Eintreffen als erste Führungskraft habe ich die Erkundung durchgeführt, dass im 9. Stock ein Pkw gebrannt hat. Es waren Flammen und Rauch sichtbar. Daraufhin habe ich die Erhöhung gemacht, dass zwei Abteilungen dazu alarmiert werden. Und dann sofort mehrere Trupps in den 9. OG durch die Treppenhäuser hochgeschickt, über die Steigleitungen die Brandbekämpfung vorgenommen. Die Besonderheit war hier, dass es das 9. Stockwerk war und alles über die Treppenhäuser vorzunehmen war. Wir haben über die Drehleiter einen Außenangriff gestartet, um die ersten Brandbekämpfung durchzuführen. Also Schwierigkeiten gab es in der Anfahrt, weil hier sehr viel Verkehr ist um die Uhrzeit. Wir haben auch den Tankstellenbereich im Endeffekt blockieren müssen, weil hier die ganzen Fahrzeuge, die ein- und ausfahren, im Weg gestanden sind. Also wenn es im Parkhaus zu sowas kommt, Entstehungsbrand, solange man hingehen kann, kann man selber das löschen. Aber in dem Ausmaß dann einfach das Gebäude verlassen, die Feuerwehr rufen, dass wir dann im Endeffekt die Brandbekämpfung durchführen können. Die Feuerwehr, welche mit 11 Fahrzeugen und 62 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand zeitnah löschen und damit Schlimmeres verhindern. Ersten Schätzungen nach entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden von ca. 90.000 und ein Gebäudeschaden in Höhe von 5.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an.